Panini-WM-Karten, pures Adrenalin. Welche Stars werden wir heute ziehen? Hello, Saiyajin-Freunde und meine Fußballfans. Denn heute geht es um die WM 2022 in Katar. Und dazu gibt es auch diese wundervollen Karten von Panini, die ich mir jetzt auch gegönnt habe und dachte mir, wir öffnen das Ganze jetzt auch einmal zusammen. Ich habe mich quasi passend angezogen, denn ich habe schwarz, rot, gold heute für euch an, für Deutschland. Ja, wir gucken natürlich, wer hier heute vertreten ist von den großen Stars. Ich bin sehr, sehr gespannt. In dieser Box ist erstmal 12 Packs mit 8 Karten und es soll eine XXL-Karte drin sein. So, 4 Limited Edition Special Karten. Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt. Cristiano Ronaldo muss natürlich immer vorne drauf, ja. Und jetzt bin ich wirklich gespannt. So, wir haben schon mal viel Luft drin. Mit einer Menge Fantasie. Da freut man sich richtig. Erstmal die XXL-Karte. Die kann man ja nicht verstecken. Ansu Fati ist hier am Start. Okay. Ich gebe es zu. Von Spanien, ich kenne ihn nicht. Und ich muss mich outen, typisch Frau, ich kenne ein paar Spieler, aber sicher nicht alle. Und ja, aber die großen Stars kenne ich natürlich, ne? Die kenne ich und ich weiß, was abseits ist. Damit hast du schon mal 5% geteilt. Italy ist auch schon mal vertreten. Limited Edition, die erste. Trotzdem Reaktion schnell. Legt er sich den Ball auf den linken Fuß und dann toller Abschluss in die lange Ecke. Federico. Chisa wahrscheinlich, aus England, oh die Engländer, ne, was soll ich sagen, also Phil Foden, die sind jetzt nicht so nach meinem Geschmack. Hier noch einer Mason Mount, noch aus Switzerland, Granit Xhaka, okay, die Schweizer sind auch dabei, ne, und wir haben, die gefällt mir echt gut, nice, Donnarumma, Alaba, De Bruyne, Cristiano Ronaldo natürlich. Also die ist echt sehr cool. Also die gefällt mir sehr, sehr gut. Wir haben 12 Packs, wir gucken rein. Also wir fangen hier schon mal an. Die sieht auch cool aus. Also ich muss sagen, die Karten gefallen mir jetzt auf jeden Fall echt schon richtig gut. Fühlen sich nice an. Okay, Uruguay. Silva, na den kenne ich auch noch. Guter Mann, ne? Und hier stehen auch immer natürlich gut Defender, also Abwehr. Und Attacke total. Okay, ich habe ihre verschiedenen Punkte. Also ein starker Mann. Der Torwart von Spanien. Nice. Auch stark. Da ist er. Robert Lewandowski. Hier natürlich 4 Polen am Start. Er kämpft auch noch. Ja, um den Einzug in die WM mit Polen wie einige andere Länder. Deswegen hier natürlich jetzt bei Bayern. Ich habe es letztens schon mal gesagt, für mich ein kleiner Verräter, ne? Von Dortmund zu Bayern, was soll man sagen? Oh, Mbappé, auch ein großer Star. Viele feiern ihn, sind total begeistert. Also wirklich ein guter Angreifer. So, hier haben wir Mexiko. Mexiko auch vertreten, kenne ich nicht. I'm sorry, kenne ich nicht. Und Sweden, Isaac. Aha, okay, kenne ich auch nicht. Also Katar erst Ende November und das Finale ist am 18. Dezember. Also am 4. Advent wird das WM-Finale stattfinden, weil einfach es viel zu heiß ist in Katar, um das im Sommer stattfinden zu lassen. Also auch richtig krass. Hier die Belgier. Ach, die Belgier sage ich schon. Die Niederländer, die Nachbarn. Echt eine sehr starke Mannschaft. Die können einem wirklich gefährlich werden. England,
Bin ich kein großer Fan von, wobei sie auch natürlich nicht schlecht spielen. Oh, Luis, Brasilien, die Brasilianer, sie haben es einfach im Blut. Spanien, Torres, Rodri, oh, Katar, hier sind sie auch mal vertreten. Und nochmal Niederlande, Berkus. Oh, nice, Dänemark. Also diese Teamkarten gefallen mir auch sehr. Finde ich sehr sweet. Oh, nice, Portugal, hier ein sehr geiles Holo. Edition gefällt mir sehr, sehr gut. Da ist der erste Deutsche mit Timo Werner. Woo! Kommt hier eingelaufen. Nice. Wir haben nochmal Schweden, Switzerland, Italy. Den jungen Mann kenne ich auch nicht. Ja, also die Spiele werden deswegen auch übertragen gegen, jetzt muss ich überlegen, ich glaube 11 Uhr, 14 Uhr, 17 Uhr, später die Endspiele 16 Uhr und 20 Uhr. Also wir dürfen uns wieder freuen. Während der Arbeitszeit dürfen wir vielleicht dann mal die WM schauen. Ja, vielleicht erlaubt das der Arbeitgeber bei euch. Ich drücke die Daumen. Ich finde es ja schon cool, wenn man einfach dabei sein kann. Und hier noch ein Italiener. Oh, Manuel Neuer. Echt richtig starker Typ. Vielleicht bin ich Manuel Neuer. So, und ja, ich fand seinen Stil schon immer cool. Er hat sich was getraut, er hat es anders gemacht. So der für mich quasi zweite Kahn. Den fand ich einfach auch immer richtig krass. Der war natürlich auch, der war krass, ja. Der gute Oliver Kahn. Aber ja, sein Stil fand ich, ging da schon auch sehr in die gleiche Richtung. Belgien hier auch nochmal. Hier haben wir den nächsten Torwart, einmal von Chile, Claudio Bravo. Und wie gesagt, die Holos, also richtig nice. Italien, und jetzt kann ich immer hin und her drehen. Österreich hatten wir noch nicht. Da ist der nächste, Jesus, Brasilianer. Sonst hat mich hier noch keiner vom Hocker gehauen, ne? Muss ich jetzt mal sagen. Cristiano Ronaldo, Messi, das sind natürlich die ganz großen, die auch, ja, man hier gerne ziehen will. Frankreich nochmal, Belgien, oh, Katar, Aviv, die guten. Viele, viele Proteste gibt es ja auch wegen der WM in diesem Land. Es sind 32 Nationen am Start, spielen hier gegeneinander. Das nächste Team, Portugal, auch sehr cool. Und hier nochmal der Changer aus den Niederlanden. Wijnaldum. Und ein, der nächste Deutsche, Emre Can, läuft ein mit der Nummer 23. Und hier haben wir nochmal Florian Neuhaus. Oh, hier jetzt mal Germany mit Ginter Koch und Klostermann. Wobei die Trikots, die sehen hier auch aus. Naja, naja, naja. Also die modischsten sind wir Deutschen da leider auch nicht. Aber gut, Spanien, die haben auch einfach hier Ramos. Portugal hier auch nochmal und Uruguay, so viele Länder. Wie gesagt, 32 am Start, die 22. WM, Kanté, nice. Galado, der Torwart nochmal aus den Niederlanden. Player-Card, die hatten wir ja quasi hier als extra Special-Card sogar mit drin. Nice, die gibt es jetzt hier auch nochmal. Also wir haben, glaube ich, schon sehr gute Hits hier in unserem Paket zusammen. Argentinien, Algerien, nochmal Uruguay, Brasilien, Frankreich. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, für welche Mannschaft ihr seid. Oh, Kimmich! Und hier haben wir auch so einen schönen kleinen Effekt dabei. Nice. Dann Depay. Also, seid ihr für Deutschland? Seid ihr für ein anderes Land? Ich bin sehr, sehr gespannt. Aber ich finde ja immer, man sollte zusammen feiern. Auch natürlich, ich bin dann auch für Deutschland, aber auch für bei anderen Spielen gucke ich mir das auch an. Und ja, einfach die Mannschaft, die mir sympathischer ist, für die feiere ich dann auch mit. Und deswegen, oh, Felix hier auch nochmal als wundervoller Changer. Auch nochmal Niederlande. Da ist der nächste Deutsche mit Ginter. Niederlande und Chile ist hier auch nochmal am Start. Nice. Sehr, sehr cool. Ich bin geflasht von den Karten. Die WM kann ich kaum noch erwarten. Also schreibt mal schnell in die Kommentare, wen ihr anfeuern werdet. Lasst schnell ein kostenloses Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Opening. Bis dann. Olé!
eurer Sire Jazz.